Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wieder eine SBC von den Icon-SBCs, die sich auf jeden Fall lohnt. Ich bin mir, glaube ich, so 100% sicher, dass sie sich lohnt, weil es handelt sich um diese Jeder fängt mal klein an SBC. Man gibt 11 seltene Bronzespieler ab und kriegt dafür ein Silberspieler-Pack. Jetzt fragt euch, wo kann man da Profit machen? Ihr kriegt die ganzen Bronzespieler von den kleinen Ligen für 150 Münzen erboten. Da zeige ich euch gleich ein paar Beispiele, welche Ligen ihr da auswählen könnt. Und bezahlt sozusagen insgesamt 1650 Münzen für diese SBC. Aber warum lohnt sich das? Es lohnt sich, weil die ganzen Ligen-SBCs jetzt einen dritten Spieler bekommen. Als Beispiel haben wir zum Beispiel die MLS. Ja? Die Alexandrini kam dazu. Viele Spieler, die 400 Münzen gekostet haben, haben auf einmal 4000 Münzen gekostet. Besonders halt die ganzen Bronze- und Silberspieler. Und wir werden das wahrscheinlich auch bei den ganzen anderen Ligen-SBCs auch noch sehen. Hier zum Beispiel Allen kam gestern raus, ja. Liga NOS kam, glaube ich, auch. Kam da jemand raus, ja. Brahimi. Das heißt, Premier League wird noch einen dritten Mann bekommen. Das könnte bedeuten, er hat auch schon einen dritten Mann bekommen. Oh, okay. Bundesliga, haben die schon was bekommen? Auch, ja, genau. Delaney, ich Idiot. Also, wie ihr seht, durch die ganzen 9 Spieler, die wirklich sehr lukrativ aussehen und sehr, sehr gut aussehen, lohnt sich dieser SBC. Und hier beim ersten, bei Rijkaard, habe ich jetzt hier einfach welche reingetan, die ich im Verein hatte. Ihr könnt die zweite Bundesliga nehmen, dritte Bundesliga oder die österreichische Liga. Und wenn wir weitergehen zu Nesta, habe ich dafür eine Liga ausgewählt. Die, ja genau, dritte oder vierte englische Liga geht auch hier am Fit. Kriegt ihr, wie gesagt, alle für 150 Münzen am Boden. Die meisten habe ich jetzt durch die Bronze-Methode oder halt jetzt 150 Münzen easy erboten. Das könnt ihr sozusagen mit allen Icons machen, die noch verfügbar sind. Ich weiß nicht, wie viele noch verfügbar sind. Ich glaube, 6, 7, 8 müssen noch am Start sein. Wenn ihr, hier habe ich jetzt die koreanische Liga genommen. Wenn ihr die Silberspieler noch nicht gemacht habt, könnt ihr die auch noch machen. Auf dem Weg an die Spitze. Momentan, ja, Goldspieler sind auch okay. Kann man vielleicht den einen oder anderen Once to Watch bekommen, falls die Silberspieler noch 250 Münzen kosten. Aber ich glaube, die kosten auch 250 Münzen. Kolumbianische Liga habe ich hier geholt. Wie gesagt, ich kann es auch einmal durchgehen lassen. Hier, ihr seht die alle für 150 Münzen erboten oder durch die Bronze-Pick-Methode bekommen. Und das ist easy. Wir werden gleich auch zusammen die Packs aufmachen und dann schauen wir mal, wie viele Münzen wir da eigentlich rausholen können. Ich habe nur noch 6, genau, 6 sind noch am Start. Außerdem, was ich euch noch als Tipp geben kann, wenn ihr die ganzen Ligen-SBCs noch nicht gemacht habt, zum Beispiel Serie A oder dies, das, macht die auf jeden Fall, weil momentan alle Spieler 84, 85, 86, 87 plus, ja, jedenfalls sehr, sehr viele Münzen. Hier haben wir die norwegische Liga mit der Schweizer Liga, passt dann zusammen. Silberspieler-Pack ist am Start. 6 Stück haben wir jetzt, die wir aufmachen können. Dazu habe ich mir noch, wie gesagt, ein paar Mannschaften von den Ligen-SBCs rausgesucht, die ich noch nicht fertig gemacht habe. Davon habe ich ein paar im Verein gehabt, deswegen, ja, machen wir das hier gerade fertig. Inter Mailand kriegen dafür ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Ist, denke ich, in Ordnung. Kann man mitnehmen. Wie gesagt, wer meine alten Videos nicht gesehen hat, diese Mannschaften von den Ligen-SBCs lohnt sich auf jeden Fall auschecken, weil jetzt, glaube ich, ist der Zeitpunkt da, wo sie sich richtig lohnen. Wie gesagt, wenn du einen 84er ziehst, sofort hast du irgendwie 8k Minimum. Je nachdem, was das 84er ist, hast du 12, 13, 14k. Als nächstes haben wir hier noch Gamba Osaka. Kriegen wir mal ein Prime Electrum Spieler Set Klein. So, fertig. Prime Electrum Set Klein. Nur ein kleines Leckerli nebenbei, neben dem Silberspieler-Pack, damit das Video vielleicht doch noch mit einem Walkout beendet wird. Hier brauchen wir noch ein LM2F. Wird auch fit gehen, ja, zack. Haben wir dann auch ein Premium-Gold-Pack. Immerhin, besser als nichts. Dafür, dass ich die Spieler durch die Bronze-Pack-Methode eh alle im Verein hatte. Und dann haben wir als allerletztes noch von Watford, das ich noch nicht gemacht habe, da kriegen wir ein Prime-Elektrum-Spieler-Set. Was auch nicht schlecht ist, hatte ich auch genug Spieler im Verein gehabt. Nehmen wir auch noch mit. Ich hätte gedacht, dass gestern vielleicht noch die Champions League Top-Partien kommen würden. Da hätten wir die auch noch in dieses Video packen können. Aber leider hat uns EA da wieder überrascht. Kam nichts. Dafür nochmal Squad Battle Gold 2 Belohnung. Premium Gold Spieler Pack und gemischten Spieler Set plus 11.000 Münzen. Nicht schlecht. 237.000 Münzen wieder am Start. Ein paar Sachen habe ich verkauft. Können wir mal durchgehen. Dante überteuert verkauft. Also leicht überteuert. Der geht, glaube ich, für 27.000 Münzen. Hätte man damals echt für 23.000 mitholen können, jetzt überteuert draufstehen, sind es immerhin noch 7-8k. Ansonsten, ja, ihr seht, die ganzen 83er für 4k überteuert sind die weggegangen und manche für 3k. Kann man eigentlich machen. Die ganzen 82er, die ich für 700, 650 Münzen bekommen habe, für 1,6 immer verkauft.
Ja, ansonsten hier, ich hatte die ganzen Non-Rare-Karten, die ich hier noch am Start hatte. Durch das Bieten habe ich ein paar bekommen, die gingen dann für 1000 Münzen, habe ich dann, ey komm, dann nehme ich den Profit lieber mit. Und ich habe ein bisschen Bronze-Pack-Methode gespammt für heute Abend. Wahrscheinlich werde ich heute Abend wieder streamen. Wir werden wieder ein bisschen versuchen zu craften, ein paar OTW-Packs craften, aber diesmal mit abgeänderter Methode. Und zwar werde ich so machen, die 83er, die günstig sind, schon mal reinhauen. Also das heißt Baumann, Horn, ja, die werde ich mir schon kaufen. In Endeffekt heißt es, dass wir nur noch ein paar 83er craften müssen oder 84er. Wir werden viel craften, aber umso mehr Packs aufmachen. Ich denke, wir werden diesmal wirklich anpeilen, 10 OTW-Packs machen zu können. Oder halt, wenn wir vorher Ronaldo ziehen, dann brauchen wir es nicht mehr machen, weil das ist ja das Ziel. Ja, das wird's, dann würde ich sagen, genug geschnackt. Schauen wir mal, ob die es auszahlen, die Silber-Spieler-Pack. Ich bin mir jetzt eigentlich so 100% sicher, dass man damit kein Minus machen kann, weil man nur 1600 Münzen bezahlt. Und meistens sind da wirklich da Spieler dabei, die halt, ja, Minimum 1000 mal wert sind. Können wir ganz kurz durchgehen, er wahrscheinlich nicht, weil er chilenische Liga ist, aber zum Beispiel hier. Der Boy ist 1000 Münzen wert, da sind wir eigentlich schon im Plus. Der Boy ist 1000 Münzen wert, sind wir im Plus. Der Boy ist 1000 Münzen wert, also ihr versteht es ungefähr, also auch hier 1000, ich muss es glaube ich nicht so krass erklären, das sind 5000 jetzt schon, 5000 Münzen plus ein paar Silberspieler-Pack, die wir for free dazu bekommen, das sind, werden jetzt hier, ja, 5000 Münzen schon mal Profit. Und wenn man Glück hat, zieht man vielleicht einen Spieler, der 5, 6, 7.000 wert ist. Und dann hat man noch mehr Profit gemacht. Und wenn man noch mehr Glück hat, zieht man vielleicht ein Silber in Form. Ich weiß gar nicht, ob einer gerade hier am Start ist in der Team of the Week. Ansonsten haben wir hier wieder einen, der 800 wert ist. Ist nicht so krass. Aber guck mal, Freunde. Der ist 3,5 wert. Den können wir direkt mal auf die Transferliste tun. Der ist 3,5 wert, also ihr seht, versteht das Prinzip, ne? Ihr versteht das Prinzip und selbst wenn keiner drin ist, die meisten sind echt sogar ein paar hundert oder sogar 1000 Münzen wert. Und der ist auch 1000 wert und er ist auch 1000 noch was wert. So, Profit ist da, ich denke mal pro Pack kann man schon mit 4.000, 5.000 Minimum rechnen, wenn man nicht allzu viel Pech hat. Und wenn man richtig viel Glück hat, macht man vielleicht sogar 10.000 pro Pack. Das Wichtige wäre halt, dass der Seltene vielleicht mal aus einer großen Liga kommt. MLS ist immer sehr, sehr gut. Ja, das sieht nach 2.000 Profit aus. Das ist auch nochmal 2.000. Polen ist nichts. China vielleicht noch. Ja, 1 irgendwas. 1,4 auf jeden Fall, denke ich mal, geht er weg. Und der ist nur 800 Münzen wert. So, 3 Silberspieler-Packs haben wir noch. Leider gibt es, glaube ich, nur noch 6 Icons. Hätte man das ein bisschen früher angefangen, hätte man vielleicht noch die ein oder andere Icon mitmachen können. Beziehungsweise Silber-Pack von denen mitholen können. Was kriegen wir denn hier? Das sieht nach portugiesische Liga aus. Ist aber auch nicht so viel wert. Aber hier haben wir wieder einen, der ja, zumindest 1000 wert ist. Und Niederlande, ja, 1.000. Hier haben wir nochmal 2 Chancen. Na, auch nichts. Ja, dieses Pack war nicht so krass, aber auch hier werden wir 2, 3, 4.000 Profit machen. Wenn man pro Pack nur 1600 bezahlt, wie gesagt, ist es eigentlich unmöglich. Selbst wenn ihr abstößt, dieses Pack, was ich jetzt nicht machen werde, aber ich werde es als Beispiel zeigen. Ich glaube, selbst da macht man, ja, 200 Münzen Verlust. Wie gesagt, jedem Silberspielerkarte geht aber meistens für ein paar hundert Münzen oder 1000 Münzen. Können wir hier wieder abchecken. 1000 Münzen geht er, denke ich, mal weg. Der ist nichts wert. Nichts wert. Nichts wert. Nichts wert. Okay, dieses Pack könnte nicht so gut sein. Nichts wert. Nichts wert. Also ein paar hundert zumindest. Und der ist ein Taui. Okay, das war wahrscheinlich das schlechteste Silberpack, was wir bis jetzt aufgemacht haben. Und haben wir noch ein Silberpack. Aber wie gesagt, wie viel haben wir jetzt bis jetzt gemacht? Ich würde schon sagen, über 10.000, wahrscheinlich sogar 20.000. Der müsste was wert sein. Ah, Taui. Nichts wert. Also Taui kann ich eigentlich immer auf die Transferliste schicken. Die können wir ja verkaufen für 1.000. Der ist, ja, 2.000, nicht schlecht. Der ist 800. Jetzt haben wir noch hier ein paar gute Spieler, wie hier ihn hier vielleicht. Ja, ein Taui. Und dann haben wir noch 2 Spieler. Taui und nochmal ein Taui. Also, ihr versteht das Prinzip. Verlust kann man da nicht machen. Da haben wir noch ein paar normale
Goldpacks. Vielleicht ziehen wir hier noch eine Leinwand. Solange ein 84er kommt, bin ich zufrieden, weil die gehen für echt viel Münzen. Hier leider nichts. Ja, ich habe das Video gemacht, Freunde, weil beim letzten Mal kam es ja ganz gut an. Da haben auch welche gesagt, ey, danke, dass du uns diesen Tipp gegeben hast mit den Silberspieler abgeben für ein Goldspieler-Pack. Da haben auch viele echt eine Inform gezogen, ein Walkout. Und wie gesagt, Verlustgefahr ist ja einfach nicht da. Wir haben ja noch 4 Packs, Freunde. 4 Packs haben wir hier noch am Schlüssel. Ich weiß gar nicht, was ich aufmachen soll. Machen wir ja Prime gemischte Spielerset auf. Es sind nicht die krassesten Packs, weil leider, ja, keine Champions League Top-Partien kamen. Ich weiß auch nicht warum. Aber Boards, das ist gut. Gib mir irgendwas. Was ist das? Upgraded Castiles, 83er. Ich weiß nicht, ob der was wert ist. Wahrscheinlich nicht so krass, weil die ganzen 83er momentan noch günstig sind. Aber noch Kolarov. Okay, ich nehme alles zurück. Der ist 4000, glaube ich, wert. Und Kolarov müsste was wert sein. Oh mein Gott, Kolarov. Eieiei. Also, Freunde, deswegen, wenn ihr noch Packs habt, ne, wenn ihr noch Packs habt, die ihr bei den Ligen SBCs nicht gemacht habt, macht sie jetzt. Macht sie auf jeden Fall jetzt auf, weil, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? So, 3 Packs haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen als nächstes das Premium-Goldspieler-Pack auf. Und ich wollte noch was ansprechen. Das betrifft das gestrige Video, wo ich euch gezeigt habe, wie man craften kann. Da haben auch wieder viele geschrieben, ey, der Smaxi hat das bei dir abgeguckt. Oder danach haben wir irgendwelche geschrieben, Smaxi-Nachmacher, dies, das, bla, bla, bla. Keiner hat von irgendjemandem was abgeguckt. Diese Methode, wenn, haben wir beide wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet abgeguckt, weil es gab schon 1000 andere Leute, die das wahrscheinlich online geschrieben haben, ich werde diese Methode jetzt craften. Das war jetzt nichts Schwieriges. Das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier rausgepackt habe gestern im Video. Ich habe es als erstes, gestreamt, ja, da haben dann Leute so geschrieben, ja, Smaxi hat das im Stream nachgemacht, dann hat Smaxi das als erstes als Video rausgehauen, hat dann wieder geschrieben, ey, du hast Smaxi das nachgemacht, bla bla bla, deswegen, ja, wir beide verstehen uns privat sehr, sehr gut und keiner hat irgendjemand was nachgemacht, ja, von daher passt das, weil das der Content ist halt sehr ähnlich und dann kann es natürlich passieren, ich wusste nicht, dass er ein Video dazu raushaut und er wusste wahrscheinlich nicht, dass ich ein Video noch dazu raushaue, deswegen ist alles cool. Und er kann craften, ich kann craften, ihr könnt craften. Alle können craften, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich werde, wie gesagt, heute Abend wahrscheinlich wieder ein bisschen craften mit euch zusammen. Mit der neuen Methode, die ein bisschen schneller geht. Ich will auf jeden Fall schon nochmal zumindest 10 OTW-Packs machen, damit ich vielleicht noch eine Mini-Chance habe, Ronaldo zu ziehen. Ihr wisst, mein Packlack ist dieses Jahr ein bisschen krank. Und da will ich es versuchen. Ja, wenn wir ihn bekommen, wäre es nice. Wenn nicht, haben wir alles gegeben und können immer noch andere gute Spieler ziehen. So, letztes Pack für dieses Video. Zenith Electrum Schwerpack. 6 Gold, 6 Silber, alle selten. Zumindest eine Leim. Oh, noch ein Walkout. Das ist auch das perfekte Ende. Ein Walkout. Come on. Bitte, bitte. Ja, okay, ich dachte Ramos, aber Azpilicueta zum Abschluss ist auch nicht schlecht, weil, wie gesagt, 84 aufwärts. Die Spieler sind alle teuer. Vielleicht kriegen wir nochmal einen 84er hier drin, der uns auch. Oh mein Gott! Let's go, Digga! 2 Walkouts in einem Pack. Und deswegen, Freunde, meine ich zu euch, wenn ihr diese ganzen SBCs oder die ganzen Mannschaften von den Ligen SBCs nicht gemacht habt, macht sie jetzt, Freunde. Wir haben jetzt einfach, das ist das Pack, glaube ich, aus Inter Mailand. Das hat mich, lass mich nicht lügen, 10, 12, 13, maximal 15.000 Münzen gekostet. Ich glaube sogar weniger, 10.000 Münzen. Und wir haben jetzt einfach über 60.000 rausgeholt, allein mit den zwei. Und wenn hier, ja, noch einer für ein bisschen was geht, noch mehr. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, die gehen für 1 irgendwas, das nehme ich auch gerne mit. Er vielleicht auch. Ja, 3 irgendwas, 2 irgendwas. Das ist gut, also sehr, sehr erfolgreich. Also, ich weiß nicht, wie lange, lass mich auch ganz kurz schauen, wie lange diese Packs am Start sind mit den OTWs. 2 Tage noch, also ich werde es auf jeden Fall, Alter, basically, ja, ich muss das grinden, weil ich will auf jeden Fall noch eine Baby-Icon-SBC machen durch die ganzen Upgrade-Packs und die sind noch 5 Tage da. Freunde, mehr Tipps kann ich euch nicht geben, ich denke, das sind jetzt keine besonderen Tipps, aber es sind Tipps, die risikofrei sind und das könnt ihr auf jeden Fall machen für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, vielleicht haben es schon welche gemacht und wenn ihr die ganzen guten Packs hier nicht gemacht habt, macht sie auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, solange ihr einen 84er zieht, seid ihr sowas von in den Bank. Und ja, ich hatte natürlich wieder Glück. 2 86er in One Pack. Lucky, lucky me. 60k auf einfach so gemacht. Dann sehen wir uns wahrscheinlich heute Abend wieder, ja, mit einem weiteren Craft-Stream. Und vielleicht ziehen wir den, ja, Ronny hier. Dann kann ich meinen Ronny verkaufen. Haben 2 Millionen zum Upgraden für diese Week gelegt. Und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Ciao.